Hey ho Leute und willkommen zurück zu Skies of Acadia Legends. In diesem Part werden wir uns mit der guten Piastol beschäftigen, die dürfte ja wieder hier rumtuckern. Danach werden wir... Danach werden wir zur Sailor's Island zurückfliegen und dann nochmal was nachgucken gehen. Aber bevor ich jetzt behaupte hier, wir machen jetzt mal easy Piastol weg, würde ich sagen, wir machen erstmal Piastol weg und dann gucken wir weiter. Weil, oh, das ist die falsche Richtung. Piastol zu besiegen ist ja immer so eine Sache für sich. Oh, Fischi, 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 komm her, du süßes Ste. Was haben wir denn da hinten noch? Welches Schiff ist denn das? Wer fliegt denn da? Oh, ach, das ist Piastol, hoch. Ja, ohne diese Windwand im Hintergrund war das gerade ein bisschen irritierend. Eigentlich wollte ich jetzt ins Menü. Da unser Leben nicht voll ist, ja, genau. So, das darfst du auffüllen. Aber ich denke, Weiß dürfte da jetzt ganz schön reindrücken mit diesen paar Tausend. Na gut, nicht paar Tausend, 793 Angriffspunkten hier. Okay, gespeichert haben wir ja erst, also würde ich mal sagen, auf geht's. Das ist falsch. Ja, funkt uns ein Random-Kampf dazwischen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Hauen wir den halt noch schnell weg und dann gucken wir weiter. So, wir werden jetzt auch wieder mal dauerhaft mit Delta Shield arbeiten, da wir ansonsten definitiv getötet werden, da sie, glaube ich, jetzt Eternum beherrscht, was, glaube ich, auf der Stelle tötet. Jedenfalls ist sie generell ein sehr starker Gegner und wird wieder mal mit ihrem Spezialangriff vielleicht sogar Gilda One-Hitten, ich weiß es nicht. Also wir nehmen sie nicht, wie immer nicht auf die leichte Schulter, werden den Hund zuerst töten, oh yeah, eine Magieerfahrung. Und dann schauen wir mal rein, ob wir sie packen. So, komm jetzt. Ja, ja, silberne Magieerfahrung. Woo! Lass mich rein da. Yay! Okay, direkt mal gucken. So. Weiß. Dies wird unser letzter Kampf. Piastol, Moment mal. Wir haben dir etwas zu sagen. Nichts kann dich mehr retten. Mein einziger Wunsch ist es, Weiß mit meinen eigenen Händen zu töten. Nur dafür lebe ich. Ich werde dich besiegen. Die letzten 7 Jahre meines Lebens habe ich für den Ausgang dieses Kampfes gelebt. On guard. Kurz und knackig diesmal. Ja, sie will uns ans Leder. Aber das werden wir natürlich nicht zulassen. Na, und sie hat ja den Hund dabei, wenn ich mich nicht irre. I shall have my revenge at last. So. Ja, komm jetzt, mach hier. Ich will dich Piratenzornen. Genau, da haben wir es, Hundiwuff. Der ist grün, das heißt, wir werden mit Rot agieren, ne? Ja, genau, mit Grün. Mit Rot. Und was? Sie ist blau, ne? Moment, da könnten wir auch mit Gelb agieren. Das ist nämlich im Prinzip egal. Dann könnten wir auch mit... Na, wir machen mit Rot, so. Du machst einen Schwertwirbel direkt mal auf den Köter. Du machst hier direkt Delta Shield. Wobei, du kannst ruhig bei Silber bleiben. Wolfina, du machst Spirit. Rot. Rot, okay. Du machst aber auch Spirit, genau. Dann dürften wir nächste Runde Piratenzorn machen können. Scheiße, ich habe zu spät gedrückt. Nein, Piratenzorn dürften wir nicht machen können, weil wir, glaube ich, nur auf 21 Punkte kommen. Und wir nämlich genau das verhindern werden. Jegliche Zauberangriffe. Das geht nämlich gar nicht. Also, wenn sie uns da einmal kriegt, dann Mahlzeit. Ja, so, dann verbraucht er 7 und er produziert wieder 3. Ja, da kommen wir genau auf 21 nächste Runde. Aber BÄM! Sogar das macht jetzt schon Mörderschaden, weil wir ihn so gepimpt haben. Ja, so einiges aus verschiedenen Durchläufen habe ich mir ja dann doch angeeignet und gemerkt. Ja, wir machen keinen Piratenzorn. Das war genau das. Delta Shield, genau. Du benutzt mal eine Glyph of Might. So. Auf der guten Weise. Zauber funktionieren ja nicht. Ist mir ja zwar jetzt erst eingefallen, aber egal. Also es war nicht bewusst, sondern einfach nur just for fun. Hätte ich gezaubert, wäre es jetzt schlecht gewesen. Auf wen geht's? Bitte auf... Oh yes, auf ihn. Der könnte es überleben. Boah. Da hast du aber auch ein bisschen Lack gehabt, mein Gutes da. Okay. Hundiwuff.
Bam! Hat er schon den Buff abbekommen? Nein! What the hell? War das ein Crit oder was? Stellt euch mal vor, wie viel Schaden das jetzt gemacht hätte. 7000 noch was. Ich glaube, also mit Piratenzorn hätten wir das Vieh gewonnen-hittet. Wie gesagt, das da ist ja nicht Standard. Also normal wäre das schwerer. Wir haben ja wie weiß schon gebufft ohne Ende, ne? Naja. Man kennt sich halt ein bisschen aus. Ach Moment, sie ist blau, ne? Rot ist dann nicht so hilfreich. Genau. Das, ah doch, rot ist hilfreich. Passt. Alles gut. So, du machst wieder Delta Shield. Du machst das. Nein, Moment. Du heilst Gilda. Haben wir einen Ryle Sacrulen Kristall. Perfekto Mundo. So, und du verteidigst dich, mein Guter. So, das sieht doch gut aus. Weiß könnte... Oh, wenn Weiß sie one-hittet, lache ich mich weg. Und genau deswegen haben wir den Delta-Schild gezaubert, wegen Eternum. Eternum ist richtig böse. Das würde, hätte Weiß jetzt definitiv getötet. Maximalschaden, yes! So muss das sein. Oh yeah, Baby. Ja, Mann. Das sind doch tolle Aussichten, oder? So, dann halt jetzt ein Schwertwirbel. Wieder Delta Shield. Delta Shield ist einfach, muss einfach sein. Bei Piastol, sonst ist zu schnell einer tot. Regenguss? Scheiße, kenne ich nicht. Okay, wenn da nichts weiter kommt, kein Problem. Sehr schön, jetzt hause um. Ja, OP weiß FTW. Und da haben wir sie flachgelegt. Woo! Ja, genau, da freut sich auch Reika. 8600 EP, Leute. 12 Magieerfahrungen und ich habe vergessen zurückzuwechseln. Shit. Naja, egal. Nicht so dramatisch. Ja, ist schon schade. Naja, egal. Piastol. Ich wusste, dass ich verlieren würde. Ich habe schon dreimal gegen dich gekämpft und wusste, dass ich dir nicht gewachsen bin. Nur ein Narr würde das Gegenteil behaupten. Und ich wusste, dass du nicht lügst. Wieso? Was ist dann der Grund? Warum kämpfst du immer noch? Wenn ihr Luftpiraten es nicht wart, die meinen Vater getötet haben, wofür habe ich dann die letzten 7 Jahre gelebt? Aus welchem Grund habe ich all die langen Jahre hindurch allein gekämpft? Ich habe keinen Grund mehr zu leben. Nein, es war mein Fehler, von vornherein nur für Vergeltung zu leben. Deshalb dachte ich, dass ich verdient hätte, von dir getötet zu werden, um mich von der Lüge zu reinigen, mit der ich die ganze Zeit gelebt habe. Piastol. Piastol. In der Nähe der Sailor's Island liegt ein kleines Arztschiff. Finde es. Doc und deine Schwester Maria sind an Bord dieses Schiffs. Was? Wenn du mich belügst, sollst du mit deinem Leben büßen. Hast du nicht gerade gesagt, du würdest uns glauben? Du solltest versuchen, dein Temperament besser in den Griff zu kriegen. Ach, wieso? Temperament hat doch was. Weiß. Ist das wirklich wahr? Kann ich dir trauen? Oh, nein. Ich kann so nicht hingehen. Nicht als der Todesengel. Sie dürfen nicht erfahren, was aus mir geworden ist. Oh, komm schon. Ruhig, Piastol. Geh einfach hin und besuch sie. Ich bin sicher, dass Doc und Maria auch überglücklich sein werden, dich zu sehen. Geh schon. Wir haben keine Zeit, hier herumzusitzen und Däumchen zu drehen. Wir müssen weiter segeln. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ich wollte dir etwas sagen. Piastol, du bist nicht der Todesengel. Du warst es nie. Du warst immer Marias ältere Schwester. Frag sie einfach. Ich bin mir sicher, sie wird dir dasselbe sagen. Diese Musik. Oh. Naja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Vielleicht werden wir uns irgendwann irgendwo in diesem großen blauen Himmel wiedersehen. Bis dann, Piastol. Ja, Mann. Gäb's auf dem GameCube oder der Wii Achievements, hätte ich jetzt eins bekommen. Und somit haben wir die Questreihe um Piastol abgeschlossen. Wir werden allerdings nochmal beim Doc vorbeischauen. Ich bin nicht sicher, ob nochmal was passiert. Ich glaube, der erzählt uns, dass die Schwester mal kurz vorbeigekommen ist oder so. Der Kampf ist jetzt super gelaufen, weil wir halt eben den overpowerten Weiß schon haben. Wir haben ja das ganze Geld in ihn investiert. Volle Möhre mit Kräutern voll gepumpt. So. Und Doc, hast du uns irgendwas mitzuteilen? Das sieht Spessel aus. Oh, es ist Weiß. Hi. Danke, dass du vorbeikommst. Es ist nicht besonders bequem hier, aber du kannst so lange bleiben, wie du willst. Oh, ich habe fast vergessen, dir etwas zu sagen. Piastol ist neulich vorbeigekommen. Wirklich? Ja. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Entschuldigung. Die beiden kleinen das ist so schön. Sie hier mit ihrem Schwarz und sie in die kleine Gothic-Lolita da hinten, das ist so putzig, ey. Hm? Bist du eine von Onkel Docs Patientinnen? Nein. Das bin ich nicht. Ich war, gerade in der Nähe und dachte, ich schau mal vorbei. Oh. Ach so. Hast du nach etwas gesucht? Du hast so in den Himmel gestarrt. Ja, mein Freund Piccolo ist irgendwo da draußen. Ich habe mich nur gefragt, wie es ihm wohl geht. Piccolo hat hier gewohnt, aber er ist nach Hause geflogen, um bei seinen Freunden zu sein. Er ist nämlich ein Vogel. Aha. Du musst dich sehr einsam ohne ihn fühlen. Ja. Piccolo und ich sind uns sehr ähnlich. Wir waren beide sehr einsam, ohne Freunde. Aber er ist groß geworden und hat mich verlassen, um seine Freunde zu sehen. Aber Onkel Doc hat mir etwas verraten. Er hat gesagt, dass ich eine große Schwester habe. Und dass meine Schwester irgendwo da draußen durch den Himmel fliegt. Ich frage mich, ob ich sie wohl jemals treffen werde. Wie zufrieden sie aussieht. Och, das ist so toll. Ja. Ich bin ziemlich sicher. Eines Tages wird es soweit sein. Da bin ich mir sicher. Ja. Yeah. Wirklich? Denkst du das? Wow. Ach, das ist so schön. Kann ich wohl wiederkommen, um nochmal mit dir zu reden? Natürlich. Danke. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Ich glaube, sie will ihre Schwester Stück für Stück kennenlernen. Sie will sich langsam an sie gewöhnen. Eines Tages werden sie wieder eine Familie sein. Weiß, ich habe mehrere Gerüchte über Ramirez und dich von Seeleuten auf der Durchreise gehört. Einer von euch, entweder du oder Ramirez, wird aus diesem Schlamassel nicht lebendig herauskommen. Das bedeutet, dass ich einen meiner besten Freunde verlieren werde. Doc. Weiß, folge einfach deinem Instinkt. Tu, was du tun musst. Ich weiß, dass du den Seeweg einschlägst, den du für richtiger hältst. Was hältst? Ich habe das Gefühl, dass Ramirez tief in seiner Seele das Gleiche tut. Viel Glück, Weiß. Aha. Danke.
Ja, und das war die Belohnung für das Abschließen der Quest. Einfach nur ein Schulterklopfer. Nein, eine schöne Szene, also wirklich eine wunderschöne Szene. So, wir fliegen jetzt zu Hamachu Island und dann machen wir noch was anderes. Aber erstmal zum Hamachu Island. Da stimmt sogar die Richtung schon so ziemlich. Denn wir werden jetzt gucken, wie viele Truhen wir insgesamt bekommen haben bisher. Und wenn die Zahl ziemlich zufriedenstellend ist, werde ich noch andere Dinge machen, aber erst später. Da wir dann noch etwas Spezielles... Etwas Spezielles erreichen können. Ich glaube ja nicht, dass ich alle Truhen gefunden habe, zu dem noch ein Dungeon kommt, wo welche drin sind, ne? Also, so viel zum Thema. Aber ich weiß auch halt nicht, wo ich welche vergessen habe. Also, ich glaube echt, ich müsste das mit Guide spielen, pro Dungeon, um dann wirklich alle 100% Truhen zu bekommen. Denn man muss 100% der Truhen finden für, ich glaube, die beste Waffe im Spiel für Weiß. Und für dieses spezielle Ereignis, sage ich mal, brauche ich, glaube ich, 90 oder 70%. Ich glaube, es waren 90. Ja, und da gucken wir mal, wie nah wir da jetzt dran sind. Dark Rift, Sammelpunkt. Hallo? Das sieht richtig aus. Ja, da müsste die Insel gleich mal aufploppen. Ja, Richtung Sog. Ah, da haben wir sie. Gut, da kommen sie. Da gucken wir nämlich mal, was der Fuzzi sagt, was wir so gefunden haben. Ob wir toll sind oder ob wir nicht so toll sind. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent wir das letzte Mal hatten. Also als wir das erste Mal auf der Insel waren. Also, ich fände es cool, wenn man Piasto, nicht Piasto, Maria hier hinbringen könnte. Das hätte irgendwie Stil. Die würde wahrscheinlich voll den Abspackmodus anschmeißen. Ich wollte nicht mit dem Kleinen reden. Nein, chip, 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 chip. So, mein Großer. Ja, ich bin's wieder. Wie kämpfe ich denn? Ja, sag mal. So, zuerst einmal, wie viele Male wir gekämpft haben. 342 Mal erst. 1185 Feinde getötet. Gedrückt haben wir uns. Chip, chip, du bist noch nie geflüchtet. Da, richtig. So, wie viele Mal seid ihr bewusstlos geschlagen? 2711? Oh. 030. So ist richtig. Durchschnitt. Puh. So. So. Fähigkeiten als Schatzjäger. Dann schauen wir mal. Schatztruhenentdeckungs... 93%! Boah, geil! Alter Schwede. Habe ich ja kaum eine vergessen. Bisher. Oder sind jetzt in dem letzten Dungeon die letzten 7%? Nein, oder? Nein. Oder? Das wäre... Oh mein Gott. Ich finde doch nicht 100% der Truhen. Bestimmt nicht, oder? Wir haben 93%. Das heißt... Ich muss nur noch diverse Dinge machen und dann... Oh, jetzt bin ich im Hyper-Modus. Ah. Ja, ich weiß, es gibt nur Schätze, die nur einmal gefunden werden. Ja, Fische, wow. Das war's, ja, danke. Geil, 93%. So wollte ich das betonen. Geile Scheiße, oh mein Gott, das ist echt episch. Zurück zum Schiff. Oh mein Gott, das ist... Ja, Mann, ich hatte, glaube ich... noch nie die Chance, das zu machen, was ich jetzt halt eben dadurch vorhab. Yay! Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was genau man da alles erledigen muss. Also, über 90% der Truhen finden. So. Dann, musste man alle Entdeckungen finden oder musste man alle Entdeckungen finden, um diese beste Waffe im Spiel zu bekommen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Alle Entdeckungen finde ich nicht ohne Guide, das weiß ich jetzt schon. Allerdings, müssen wir, glaube ich, auch noch so ein paar tausend Kämpfe machen. Ich glaube, 2500 Kämpfe gemacht haben, damit wir dieses Spezielle auslösen können. Ja. Wo war denn jetzt nochmal der Eingang zum Rift auf dieser Seite? War der nicht hier? Ach nein, der war da oben. Huch. Der war auf der anderen Seite. Hupsala. So, erstmal einmal hier schön rüber. Na, das Dark Rift ist natürlich nicht verschwunden, als Zoltis aufgetaucht ist. Allerdings ist da was anderes passiert. Und zwar werden wir dort nun auf einen ganz besonderen Gegner treffen, meine Lieben. Ein ganz, ganz, ganz besonderer Gegner. Der beste Gegner im Spiel, um zu grinden, wenn man es denn möchte. Also, wenn man es kann. Ich weiß noch nicht, ob ich es kann. Ob wir es können, wir werden das dann sehen. Aber mehr sage ich mal noch nicht.
Ich sag nur, er ist total episch. Na, ich glaube, man hat die Ironie, in mein, also den Sarkasmus rausgehört, ne? Scheiße. Ich hab vergessen, die Waffen zu wechseln. Na, egal. Solange ich bei dem Special Boss dran denke. Und zack. So, dann lass uns mal bitte in das Starcraft. Hätte ich speichern sollen? Kann ich noch speichern? Kann ich jetzt hier speichern? Nein, aber... Hier müsste doch so ein Anker sein, oder? Anker? Speicheranker? Okay, eigentlich will ich ja jetzt... Nein, mache ich nicht. Ist zu gefährlich. Nein. Wir müssen noch mal raus. Das ist sonst zu gefährlich. Ich will nicht Piastol noch mal machen müssen. So, speichern. Steckeplatz. Ah, zack. Lands auf Eis. Vor dem schwulen Daikokuya. Bip, bip. Schwul war hier ja jetzt wohl nicht als Beleidigung aufgefasst. Also darf jetzt hier nicht als Beleidigung aufgefasst werden. Ich meine, er war einfach Homo. Was soll man da, ne? Anders formulieren. Ey, wo ist jetzt hier der Eingang? Ei, 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 ei. Ich will kämpfen, lass mich. So. Dann gucken wir mal, wie das klappt. Und schauen uns jetzt diesen epischen Boss an, Leute. Ach, erstmal noch in den Tunnel. Den Augenkrebstunnel, von dem einem extrem schwindelig wird. Boah, ey, jetzt noch zwei Schnäpschen und dann... Ich fange schon an, hier Slalom zu fliegen, ja. So. Die Dark Rift Action dürfte dann losgehen. Und da vorne haben wir ihn schon. Den Black Looper, liebe Leute. Dann komm mal her, mein Großer. Der ist jetzt allerdings kein Schiffsgegner, sondern kommt auf unser Deck. Und ja, was soll ich sagen? An sich ist es halt eben nur ein Gegner. Allerdings ist das Vieh ziemlich stark. Und man sollte es in einer Runde besiegen, wenn es denn möglich ist. Weil ich glaube, entweder flüchtet er dann oder macht was ganz Böses. So, das ist der gute Elcian. Wir machen den Delta Shield, weil das sonst zu heftig wird. Und versuchen mal noch, Weiß zu buffen. Ich glaube aber nicht, dass das hinkommen wird. So. Dann gucken wir mal, ob das reicht. Und wenn nicht, reicht es halt eben nicht. So, erstmal shielden. Weil ich glaube, der rennt spätestens in der zweiten Runde weg. Beziehungsweise, wenn wir zu viel Schaden machen, rennt er definitiv weg. Und das ist halt uncool. Und okay, Fina ist nicht schnell genug. Und Weiß macht nicht mal annähernd genug Schaden. Das ist nämlich die Sache. Das ist das große Problem bei diesem Gegner. Er hält recht viel aus. Und ja, flüchtet halt relativ schnell, wenn man ihm hohe Schadensmengen zufügt. Also es könnte jetzt sein, dass er schon abhaut. Was wir ja eigentlich nicht wollen. So. Hat er angegriffen und viel Schaden gemacht oder was? Nein, er hat Sleepara gemacht. Wir sind einfach nur nicht geheilt. Okay, er macht nochmal Sleepara. Das ist gut. Hoffen wir, dass er nächste Runde auch nicht flüchtet. Obwohl, flüchtet er jede dritte Runde? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Regel gab's. Also ich dachte immer, er haut ab, wenn ich ihm viel Schaden mache. Nächste Runde würden wir ihn allerdings töten können. Also mit ein bisschen Glück. Das wäre echt genial, Knorke. Ah, und die Waffen noch wechseln, genau. So, du machst trotzdem Delta Shield, meine Schöne. Und du? Ich sehe deine Waffen nicht, aber da oben haben wir ja einen... Ach, Mist, es war gerade Silber. So, nach Gelb, genau. Okay, dann hoffen wir mal, dass wir nochmal drankommen. Ja? Komm schon, nicht flüchten. Ja, Mann, so ist schön. Gut, dann dürfte man jetzt haben. Hau rein, Weiß. Warte, hat sie noch eine rote Waffe? Scheiße. Ach, Mann. Egal. Ja? Kommt noch Text? Ah, geht doch. So, und wie ihr sehen könnt, gibt's einfach abnormal viel. Schaut euch das mal an, ne? 7500 EP, 20 Magieerfahrung und 15 fucking 1000 Gold. Also, wenn das nicht grindmäßig episch ist, dann weiß ich's auch nicht. So, und 20 Magieerfahrung, ne? Also, da kann man grinden ohne Ende. Warum ohne Ende? Tja, das Vieh respawnt einfach aus dem Rift raus und wieder in das Rift hinein. Und siehe da, der Black Looper ist wieder da. Ich werde jetzt allerdings erstmal Aikas Waffe... Ups.
Aikas Waffe entröten. Wir machen da mal wieder schön Silber draus. Sonst vergesse ich das nachher. So. Allerdings werden wir jetzt auch nicht grinden, weil ich will ja nicht überleveln. Das werde ich vielleicht später noch machen, wenn wir an einen Punkt kommen, wo es nötig sein könnte. Ich weiß ja nicht, wie stark dieser Special Boss dann wäre. Allerdings haben wir das jetzt soweit mal gezeigt. Ihr habt gesehen, der geht recht einfach dann, wenn er nicht flüchtet und wir die Zauber blocken, weil der Delta-Shield ist einfach göttlich. Schwerer wäre es, wenn das Ding, glaube ich, mal ein paar Spirit Points mehr kosten würde. Dann wäre das wow. So allerdings kann man sich nicht beschweren. Alles recht easy, weil man die Zauber wunderbar blocken kann. Man darf nur nicht selber zaubern wollen in dem Moment. So. Und ich glaube, damit auch schon jetzt soweit dann alles gezeigt zu haben, was sich verändert hat. Sonst fällt mir jetzt nichts mehr ein. Wir haben 93% der Truhen. Das ist pornös. Das ist einfach... Boah, das ist pornös. Das ist pornös, Leute. So. Ja. Wo waren wir denn? Was haben wir denn noch nicht gemacht? Haben wir alles gemacht soweit? Nasrat. Crescent Isle. Ja, wir fliegen jetzt Richtung Westen, genau, Richtung Saltis. Und werden da mal jetzt ein bisschen Action machen, den Ramirez zum Schwitzen bringen. Das wird langsam Zeit. Auch wenn, ja, vielleicht Fina dann doch nochmal anfängt drauf zu stehen hier. Man weiß ja nie, ist ja so ein kleines Ramirez-Fangirl. Vielleicht mittlerweile auch nicht mehr, nachdem er mehrfach Leute getötet hat, mehrfach Leute beraubt hat, nochmal mehr Leute getötet hat, versucht hat, sie zu töten und dann quasi ihre Eltern getötet hat, also ihre Familie. Boah, vielleicht ist sie über ihn hinweg. Hm. Apropos hinweg, ein bisschen mehr nach Nordwesten wäre wahrscheinlich ganz günstig. Was haben wir denn da? Ist das das, was ich denke, dass es das ist? Nein, oder? Nein. Okay. Dann auf. Irgendwo hier gibt es noch eine Entdeckung. Es gibt hier massenweise Entdeckungen eigentlich. Gibt so eine lustige lebende Koralle an irgendeinem Fels. Könnte auch sein, dass wir die schon gefunden haben und ich es einfach vergessen habe. Hey, ist hier eine Entdeckung? Du bist so halb über den Wolken. Wo die Freiheit wohl grenzenlos ist. Nein, da ist auch nichts. Ja, scharf nach Norden. Diese Ecke kenne ich. Ach, ich kann auch ein bisschen höher fliegen, dann sehen wir besser. Und da ist Saltis. Okay, ich würde sagen, wir machen uns da jetzt mal nicht ins Hemd. Auf geht's, Schweine Island, wir kommen! Das ist nicht euer Ernst, oder? Oh, das ist normal. Der Abstieg ist beendet, wir nähern uns Saltis. Wir werden versuchen, durch Schweine... Also, was einmal Shrine Island war, hineinzukommen. Gute Idee. Ich möchte nicht miterleben, was dieser Lichtstrahl über Saltis anrichtet, wenn wir versuchen würden, hindurchzufliegen. Ah! Verdammt, also schätze, alles ist etwas zu reibungslos verlaufen. Ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn wir so leicht nach Saltis hineingekommen wären. Ja, die Silvita, die haben hier echt alles Mögliche zugeballert. Ey, das ist ja nicht mehr normal, ne? Hauptsache überall Verteidigungsroboter und unzerstörbare, unendlich starke Gigas. Ja! Okay, du lustiges, langgezogenes Dildo-UFO, du. Schießt ihn ab mit der Mooncan. Komm, One-Hit, bam. Ha, lol. Das habe ich nicht erwartet. So muss das laufen. Einfach alles wegballern, was uns hier vor die Flinte kommt. Boah, ist das alles so riesig. Das ist... Hätte man vorher nicht gedacht, ne? Ja komm, was ist, Leute? Flieg, gib ein bisschen Gas, schnell. Da vorne ist Shrine Island. 1500, oh, das ist nicht schlecht. Complete Kit. Moon Gun.
Und glänzendes Deck. Hm. Na, das schauen wir uns auch mal an. Und da sind wir auch schon. Das ging ja doch einfacher als erwartet. So. Die Moon Gun würde ich gerne ausrüsten. So, die hat höhere Trefferquote, wenig. Oh, geil. Die sich auf Moonstone-Energie stützt und keinen Spirit verbraucht. Glaube ich nicht. Steht das bei dem Ding auch dabei? Nö. Okay, haben wir neue Torpedos irgendwo? Nö. Dann bitte auf die Ausrüstung. Genau, da haben wir das Schwerpanzerdeck und das Legierungsdeck. Die Doppelwelle gibt 200, die wird dann auch ausgerüstet. Aber guckt euch das glänzende Deck an, Leute. 500 Verteidigung. Anstatt 55. 5 fucking 100. Sorry für die häufige Gebrauchsweise vom Wort fucking. Ich bin nur übelst happy, dass es so episches Zeug gibt. Das macht mich immer ganz wores. Also verwirrt. Durcheinander. Und dann muss ich einfach immer irgendwie die stärkere Wörter mit einbringen, um alles zu verdeutlichen. Und das erste, was mir dann immer einfällt, ist fucking. Da ist League of Legends oft dran schuld. Das sollte ich nicht mehr spielen. Zack, glänzendes Deck. Und das Timer... Pff, nein. Und das Legierungsdeck... Moment. Ja, wird dann mit der Doppelwelle ausgetauscht. Bam, dann sind wir nämlich nochmal eine Latte schneller. So ist das geil. Okay, ja, und hier sind wir dann jetzt bei Schwein Island. Und können darüber nach Soltis gelangen. Zack, speichern. Piep, boop, piep. So. Ich wollte nicht nochmal speichern. Vielen Dank. Ja. Ja. Nein. Entschuldigung. Ich muss ja dann doch mal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich muss nämlich erst was überprüfen, bevor wir jetzt hier lang gehen. Es gibt zwar die Möglichkeit zurückzukehren, aber es ist, glaube ich, ein ziemlich langer Laufweg, den ich nicht unbedingt machen möchte. Und deswegen erstmal was gucken, wegen diesem Zusatzzeug, was passieren kann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute, ich bin raus. Ciao. Ciao.